So, hallo und herzlich willkommen in Diamond City und zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute WarioWare Get It Together an. Und die Story von dem Spiel ist wahrscheinlich genauso merkwürdig wie die Story von allen anderen WarioWare-Spielen. Ich habe damals ein WarioWare auf dem 3DS gespielt. Das habe ich sehr, sehr viel gespielt. Deswegen kenne ich die ganzen Charaktere und so. Und es geht meistens darum, dass Wario Videospiele verkauft. Oh, ist es fertig? Das war harte Arbeit. Yo, lass mal sehen. Schnell. Ja. Was stimmt denn nicht? Aber so ein gruseliger Mund, der alle aufsaugt. Ja, das ist der Plot vom Spiel. Irgendwie ist das Spiel verglitscht, saugt alle Charaktere auf und verwandelt sie in so Minifiguren. Weil in WarioWare hat man normalerweise mit dem Touchscreen oder dem Nunchuck oder so diese Minispiele gelöst. Man spielt da so Mini-Mini-Spiele. Aber auf der Nintendo Switch gibt es kein Gimmick. Deswegen ist das Gimmick, dass man kleine Charaktere spielt, die verschiedene Fähigkeiten haben. Und schon sind wir im Titelscreen. Als ob. Ich habe mit Manu 2 Folgen gespielt, die gibt's auf seinem Kanal. Die könnt ihr auch auschecken. Aber ich wollte halt nochmal so selber reingucken und schauen, wie ist es, wenn ich nicht einen Manu habe, der die ganze Zeit schreit. Hallo Wario. Ich liebe auch schon einfach die Musik. Aber gehen wir in die Story, weil alles andere ist noch nicht... Ja, da... Spiel auf 2 Konsolen, lokales Spiel. Nee, das geht ja nicht. Na gut, schauen wir mal direkt in die Story. Mit einem Spieler. Genau, und dadurch sehen wir auch das erste Kapitel, das, was ich bei Manu gar nicht gesehen habe. Wir haben bei Manu irgendwie im zweiten Kapitel angefangen. Wario Aufwärmrunde. Huch, wo sind wir? Wie sind wir hierher gekommen? Und warum liegt hier Stroh? Na, da ist schon irgendwas mit Klo. Ja. Also ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal Wario spielen. Hä? Warum fühle ich mich leicht wie eine Schmeißfliege? Ah, ich schwebe ja in der Luft. Ist das sowas, weil ich im Spiel drin bin? Egal, Hauptsache ich fliege. Wario. Dieser Macher von Videospielen steht auf Schätze, Geld und Knoblauch. Was kann da schon schief gehen? Wario greift in Blickrichtung an. Genau, also ich kann den einfach lenken und dann in Richtungen dashen. Und so müssen wir dann gleich so Minispiele lösen. Es wird ultra hektisch. Also ihr werdet einfach gar nicht mitkommen. So, aber erstmal wird mir so die Steuerung ein bisschen gezeigt. Zack, weg damit. Knopf drücken. Rein da. Und dann komme ich jetzt hier zu dieser Minispieltafel und dann beginnt die Hölle. Und hier ist so ein Virus. Der geht wahrscheinlich in mein Spiel rein und den versuche ich loszuwerden. Hä? Dieses Ding hat alles futsch gemacht. Ups, so geht doch mein ganzer schöner Level drauf. Gar, halt! Ich finde es merkwürdig, wie teils vertont ist und teils nicht vertont ist. Da hätten sie auch gleich alles machen können, ne? Und jedes Level hat so ein super merkwürdiges Intro. Hier haben wir scheinbar von einer riesigen Wario-Nase. Die sehr dramatisch auf die Erde abstürzt. Wie so ein Meteorit. Oh nein, Wario, pass auf! Sehr merkwürdige Stimme für Wario. Ich bin noch so immer diese englische Wario-Stimme gewöhnt. Genau, okay, also, das ist der Hauptscreen. Ich mache Pause einfach, sonst komme ich nicht mit, das zu erklären. Die sehen immer ultra bunt aus und flashy aus, aber im Prinzip ist, unten in der Mitte sind meine Leben, 4 Stück. Links sehe ich, welchen Charakter ich spiele. Und oben steht in der Mitte, welche Runde es ist. Das ist eigentlich so ein Highscore-Spiel. Man guckt, wie viele Spiele man schafft, bevor man die 4 Leben verliert. Im Story-Modus muss man 15 Spiele schaffen. Wenn man den Bosskampf schafft, dann kommt man zum nächsten Charakter. Genau, also wir haben jetzt hier einen kleinen Wurm aus meiner Arterie scheinbar rausgemacht. Und da kommen so ultra coole Zeichnungen. Kann ich eigentlich überall Pause drücken? Ah, aber es wird schwarz, damit man nicht schummelt. Okay, alle einsammeln. 1, 2. Genau, und das, was ich an diesem Spiel so krass liebe, ich
muss halt Pause machen, ne? Sonst komme ich ja gar nicht dazu, irgendwas zu erzählen. diesen ganzen Artstyle, das ist alles so verrückt und so viele coole unterschiedliche Artstyles. Ihr werdet, ihr seht ja die ganze Zeit jetzt gerade, dieser Schatzraum war cool. Das ist ja so ein ganz anderer Stil. Da, und jetzt den hypnotisieren wir. Das Einschläfchen, der sieht süß aus sogar für ein Wario. Relativ. Genau, und alle paar Spiele wird es dann immer schneller. Das sind dann meistens andere Spiele, aber die werden dann immer schneller. Also es kann auch zum Beispiel das Hypnotisierspiel kommen. Und wenn es schneller ist, bewegt sich Wario schneller, aber auch das Pendel schneller. Also, und die Zeit läuft schneller ab. Alles ist schneller. Es wird also echt einfach nur die Geschwindigkeit vom Spiel hochgedreht. Hey Wario, da bist du ja. Ah, und wir kriegen scheinbar mehrere Charaktere direkt beim ersten Mal. Genau, er ist ein fleißiger Kampfsportschützling von Master Mantis mit einer großen Vorliebe für Teigtaschen. Cricket kann gut springen. Er springt höher, indem du A gedrückt hältst. Okay. Und mit seinem Springen kann er auch Sachen kaputt machen. Ah ja, kann auch drauftreten, drücken. Perfekt. Okay, also ist einfach so ein kleines Jump'n'Run-Charakter. Genau, das ist der, den Manu immer so cool fand. 18 Volt. Ich bin auch, ich hab's drauf. Check das mal, ich hab meine Disc auf dem Kopf, die kann ich werfen, so oft ich will. Ich muss mich nicht mal vom Fleck rühren. Deswegen mochte Manu den, weil der einfach so alles wegsnipen kann. Dieser Schüler ist ganz groß bei Retro-Spielen und als Rapper. Er ist mit dem winzigen 9 Volt befreundet. Genau, der Boy kann einfach richtig hart spammen. Und deswegen hat Manu den gern gespielt. Da kann man einfach so... Ja? Ja. Alles wegspammen, alles aufsammeln. Ja, die töten. Und genau dieselben Minispiele, die ich gerade gespielt habe, sind für alle Charaktere machbar. So, und jetzt machen wir kurz mal das, drücken das, dann ziehen uns hier hoch und fallen da runter. So einfach ist es. Alles klar. Alles klar, abwechselnd. Doch fein werden wir diesem Feind die Stirn bieten. Und jetzt geht's wieder normal weiter. Spiel 4. Alle leuchten lassen. Okay, einfach durchhüpfen, ne? Ja, ein Sternzeichen, schlafender Löwe. Jojojo. Der da. Er musste da oben aufs Poster gucken und dann die Köpfe vergleichen. Ich war selber gerade überfordert. Man muss halt auch noch in den Sekunden lernen. Das Zeichen oben links. Ich hab's mir gemerkt. So, das hier. Das war's. Danke, Dr. Wario. Dieses Spiel ist so ein Stress. Aber dadurch ist es eigentlich auch lustig. Okay. Kein Geld für die kleinen Schweinchen. Oh doch, es war sehr viel Geld für die Sparschweinchen. Ich muss hüpfen, dass dieser Stein hier nicht herkommt. Ja, perfekt. Das sollte passen. Plants vs. Zombies. Los mit dem Mond. ich ziehe das Schwert, ich bin bereit. So ein hässlicher Mario mit dem Schwert. Ich feiere es. Und Level 9 ist schon der Boss. Die Nase am Breakdancen. Okay. Die Boss-Level sind immer ein bisschen länger. Die sind nicht ganz so stressig. Und wir müssen scheinbar den... Ach, hier spawnen wahrscheinlich verschiedene Gegner. Okay, ist einfach so ein Boss-Battle hier jetzt. Ein ganz simples. Und die drehen ihre Dinger und das wollen wir nicht. Also wir wollen zumindest nicht in die Stacheln rein... ...dashen. Was bist du denn? Ah! Okay, ich hätte erstmal gucken sollen, was er macht. Das ist kein Problem, es wiederholt sich dann einfach von vorne, wenn man kacke ist. Ja, und es gibt, ihr habt ja ganz am Anfang in diesem Raum gesehen, so hunderte von diesen Charakteren, also so 10, 20. Und die haben alle unterschiedliche, Minispiele. Die haben alle so eine eigene Kollektion an Minispielen. Es gibt einen, der ist so komplett auf Retro-Spiele. Es gibt einen, der ist so, ja. Danke. Weg damit. Ah, der hat sogar mehrere Leben. Warte, ich muss kurz mich konzentrieren. Okay, zweiter Treffer ist drin. Oh, jetzt ist er mad. Bitte rechte Seite. Okay. Oder alle Seiten weg. Die, du fliegender Block. Ja, der Nasenplanet voller Schätze. Das ist so dumm. Aber ja. Dadurch haben wir... das Tutorial abgeschlossen von der Story. Ha, mach die Biege. Oh, diese komischen Flecken, sie verschwinden. Hm? Ha, da war ja ein Spielbug. Sowas hat in unserem Spiel nichts zu suchen. Ich verstehe. Ich verstehe. Dann wird wohl alles wieder normal, wenn wir nur alle Bugs beseitigen.
Okay, los geht's. Machen wir die Dinger platt. Cricket und 18 Volt sind jetzt mit dabei. Als Belohnung für den Abschluss des Levels erhältst du 1000 Münzen. Genau. Und der Story-Modus ist halt einfach im Prinzip von jedem der ganzen Charaktere ein Level abschließen. Jetzt würde zum Beispiel, wir haben Swariopedia freigeschaltet und Missionen. Und Charaktere wurden auch freigeschaltet. Genau, und jetzt haben wir hier zum Beispiel Mona. Da haben wir bei Manu angefangen, bei dem Level hier. Ich weiß nicht, warum wir genau dieses allererste irgendwie nicht gemacht haben. Aber er hatte ja vorher schon mal kurz reingespielt. Genau, und hier gibt es so ein Charaktermenü. Ich glaube, man kann man sogar so vom Aussehen her anpassen, früher oder später. Steuerung üben. Ah ja. Ja, hier kann man, glaube ich, noch so Kleidung und sowas für die freischalten. Das ist ganz cool. Ah ja. Und dann sieht man auch die Siegesquote pro Charakter und so. Das ist ja ganz süß. Was sind Missionen? Das sind so Achievements, oder? Kehre in der Story in die äußere Welt zurück. Aufwärmrunden Meister. Erziele mindestens 31 Punkte in der Aufwärmrunde. Ja, genau. Das ist einfach so Achievements. Was ist in Variopedia? Ach, da kann man nachgucken, was es für Minispiele gibt. Guck mal, wir haben alle außer drei Minispiele bei Wario gesehen. Kann man so ein Spiel einfach 100 Mal spielen? Warte mal, wir gehen mal als Wario jetzt zum Beispiel in irgendeins rein. Da ist sogar so ein anderer Bot. Hallo. Aus meinem Bauch, weg damit. Das ist jetzt echt eine Playlist nur für das eine Spiel und es wird immer schwerer. Ja. Okay, dann schauen wir mal. Machen wir einfach das jetzt noch. Es reicht ja als Einblick in WarioWare, was es ist, worum es geht. Und es gibt, also jeder Charakter steuert sich halt dann komplett anders. Ihr habt es ja gesehen bei den drei Stück, die ich habe. Und ich will aber dieses Wario-Bild nur 100 Mal sehen. Bis es einfach so schnell wird, dass es nur noch Stress ist. Ist halt so für sich privat auch ultra lustig, einfach zu gucken, wie weit komme ich bei irgendeiner Playlist. Es gibt dann, glaube ich, am Ende auch so eine Playlist, wo alle Spiele drin sind komplett. Ich habe es ja auf dem 3DS oft gespielt. Oh, zwei Objekte entfernen. Huiuiui. Ich glaube, bis zu 20 oder so brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Der Timer ist ja noch ultra nett. Der ist unterm Rand, diese Bombe, die abläuft immer. Ne? Habe ich vielleicht vergessen zu erklären, aber ich habe versucht, so viel wie möglich zu erklären, dass das Spiel nicht überfordernd ist. Es redet auf jeden Fall auch schon schneller. Ach, ich muss nicht mal dashen, ich muss es nur berühren. Objekt entfernen. Bam. Und mit einem Dash hat sich irgendwie satisfying mehr angefühlt. Sekunde. So. Reden ist schwer. Lasst mich in Ruhe. Objekt entfernen. Wie so ein Fiebertraum. Immer wieder. Objekt entfernen. Objekt entfernen. Objekt entfernen. Objekt entfernen. Ja, ist auf jeden Fall schon heller geworden, die Stimme. Aber wie gesagt, bis 20 geht's ja echt. Ich glaube, da auf dem 3DS damals hatte ich so Highscores so Richtung 60 Runden oder sowas bestimmt. Ich glaube, ich hatte sogar bei manchen 90. Aber mit so einem Stylus irgendwas zu machen, ist halt auch wesentlich einfacher, als einen Charakter durch ein Level zu steuern. Also weiß ich nicht, wie weit ich jetzt hier kommen werde. Ja, wir sehen uns, glaube ich, in ein paar Runden. Oder wollt ihr live dabei sein, wie es immer schlimmer wird? Ich weiß es halt nicht. Ja, wir sehen uns gleich. Hallo, willkommen in Runde 30. Ihr seht schon, alles bewegt sich so ein bisschen schneller. Und die Musik ist auch komplett am Eskalieren. Philipp-Halle. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich da noch durchhalte. Ich habe ja auch noch alle vier Leben. Also, ne, so ein Spiel kann man auch echt lange durchziehen. Warum ist dieses Spiel so absurd? Ich mag es dafür. Auch einfach, wie er auch in seinem Magen einfach ein Wario-Gesicht ist. Und hier so im Hintergrund. Und warum war da so ein Typ mit einer Frisur gerade, der drin steckte? Das war bisher auch noch nicht. Bestimmt so seltene Objekte, die in ihm drinstecken können. Der arme Wario, was ist der denn alles? Warum hat er die ganze Zeit kaputte Messer im Bauch? Was ist los mit dem Jungen? Warum hat er zwei Schlangen gegessen? Level 91, wann hört's denn endlich auf? 92. Ich liebe es aber nur, wie die Stimme immer quietschiger wird. Oh, das Level ist so ein Stress. Ja, ich glaube, ich habe es gemeistert auf jeden Fall. Kein einziges Leben verloren. Ich will wenigstens 100 haben. Ab 100, dann kann ich aufgeben. Dann fühle ich mich, als hätte ich das Spiel gemeistert. So. 100 mal Objekte entfernen. Warum gehe ich den dummen Weg? Eins noch. Nein, es ist... Okay. 100! Ja, es hört nicht auf. Ich will nicht mehr. Machen wir 111.
Dann haben wir 3 Einsen. Und dann muss ich 4 miteinander verlieren. Das fühlt sich auch irgendwo schlechter, ne? Irgendwo der innere Stolz lässt es nicht zu. Ja, lass mal ein Spiel gucken. 2 Minuten später. 1 Level noch. Oder muss ich 111 noch schaffen? Egal. Oh nein! Mein Controller ist mir aus der Hand gefallen. Es hat nicht mal Zeit, so diese Animation richtig... So schade. Oh, es steigt die Zahl noch trotzdem weiter. Das habe ich nicht gewusst. Game over. Oh, wie schade. Neuer Rekord, ja. Also wenn ihr da Freunde zu Besuch habt, ist es natürlich halt auch ultra cool zu spielen. Ja, same. So, habe ich da irgendwas für bekommen? Nee. Gibt auch so eine 2-Player-Liste scheinbar. Ja, cool. Nee, ich bin zufrieden. Dankeschön. Ja, cool, Leute. Dann war's das mit einem kleinen Video zu WarioWare Get It Together. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, könnt ihr bei Manu vorbeigucken. Da habt ihr noch 2 weitere Folgen, die theoretisch genau hier nach diesem Storypunkt ansetzen. Und zu zweit ist es halt nochmal doppelt so chaotisch, weil man sich halt auch gegenseitig irgendwie blockiert und alles. War sehr entspannt so alleine im Vergleich so. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimbelmann.